Gäste. Ich darf Sie alle traditionsgemäß an einem Freitagabend oder Frühabend hier im Friedenssaal des Zweiten Rathauses begrüßen. Wir sind zusammengekommen, um die Zeitersportler des Jahres 2013 zu ehren und für die Nachwelt im Ehrenbuch der Zeit zu verewigen. Begrüßt wurden wir von dem Gitarrentrio der Musikschule Klangkiste unter Leitung von Hubert Beck mit Julia Lieger, Michael Hoffmann und Michaela Fleischer, die uns zwei Stücke von Horst Mathieu und Oppermann zugehört haben. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüße ich natürlich die Sportler, die wir heute ehren, vom Bahnhof 1 Zeitz, die deutschen Meister 2013, Lennart Tuchscherer, Paul Säumel, Hannes Säumel, Nico Lessmann, Fabian Eggert, Ivan Freier. Die deutschen Meister 2013 und Weltmeister 2013 aus der Kampfsportgemeinschaft Jürgen Kamee, Anschaussal Malnow. Ich der Zeit würde ich seit Jahren hervorragende Leistungen der Zeit zu Sportlerinnen und Sportlern, die bei deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften an den Start gegangen sind und während der Wettkämpfe Meistertitel bzw. sehr gute Platzierungen erkämpft haben. Eine besondere Würdigung erhalten die verdienten Sportlerinnen und Sportler, die bei den jeweiligen Wettkämpfen innerhalb der offiziell anerkannten Wettkampfstruktur des Deutschen Olympischen Sportbundes den Sieg erkämpft haben. Diese hervorragenden Leistungen werden mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Zeitz gewürdigt, so wie es die Ehrensatzung der Stadt Zeitz vorsieht. Frau Tuchscherer, Ihr Sohn Lennart ist Schülermeister 2013 geworden. Wie fühlen Sie sich? Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Er hat ja schon jetzt das vierte Mal hintereinander den deutschen Meistertitel errungen und konnte im letzten Jahr noch in der Mannschaft auch noch gewinnen. Also hat er praktisch einen Doppelerfolg. Mit seinen Mannschaftskollegen Paul Säumel, Hannes Säumel, waren wir sehr stolz. Und das noch in der Heimatstadt, also in Hainsburg. Genau, das war vom 14. bis 15. Juni diesen Jahres, wo ja noch viele Schwierigkeiten in der Vorbereitung dazu kamen. Waren Sie da auch mit aktiv dabei, die Umstände zu verbessern, dass es zu dieser Meisterschaft dann kam? Wir alle Eltern haben wirklich mit angepackt, damit dieser Hochwasserschaden, soweit es geht, beseitigt wurde. Es musste viel getan werden. Es kamen ja unheimlich viele Betreuer, Trainer, Sportler, die dort alle zelten wollten. Und das war ja alles unter Wasser. Und da haben wir alle mit angepackt und haben das ganz gut hingekriegt. Sehr schön. Wichtig ist ja auch immer, dass Eltern hinter dem Schützling stehen. Wie ist das bei Ihnen in der Familie? Hat es da eine sportliche Tradition schon gegeben oder wie sieht die Unterstützung aus für Ihren Sohn? Also ich bin selbst 10 Jahre aktiv gewesen im Kanuslalom, habe meinen Sohn, als er 7 Jahre alt war, ins Boot gesetzt und er ist recht schnell erfolgreich gewesen. Er ist schon ein Jahr später so ostdeutscher Meister geworden und so ging das dann eigentlich weiter. Habe mich dann immer mehr rausgezogen, habe das Ganze den Trainern überlassen, so wie es sein soll. Und das ging dann Schlag auf Schlag, bis er zu seinem ersten Titel kam. Ich glaube, das war 2010. Genau, 2010 ist das erste Mal dann deutscher Meister geworden. Ja, die
Ja, also Eltern sind wichtig für die Unterstützung. Wie fühlen Sie sich in dem Kanuverein hier vor Ort aufgehoben? Gibt's da, ja, sind die Bedingungen so optimal, wie Sie sich das vorstellen für Ihren Sohn? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, wo Sie sagen, Mensch, da könnte man noch die eine oder andere Sache verbessern, damit die Leistung der insbesondere Jugendlichen einen fruchtbaren Boden finden und vielleicht da die Wettkampfbedingungen verbessert werden, damit wir halt, ja, auch wenn die Jugendlichen älter sind, sozusagen auch noch die Erfolge feiern, die wir jetzt mit den relativ jungen Leuten gefeiert haben gerade eben. Der Herr Kunze hat es schon angesprochen, das ist ein Problem. Die Schüler können sich optimal auf die Wettkämpfe vorbereiten, aber sobald die dann den Schülerbereich verlassen, wird es sehr schwierig, weil einfach die Umstände mit den Neumühlenwehr, zum Beispiel die Deutsche Schülermeisterschaft stattgefunden hat, die ist nicht so, damit man sich weiterentwickeln kann. Wir brauchen Wildwasser und das findet man zum Beispiel in Markleeberg oder in Augsburg. Und das ist ein großes Problem. Und auch Schule und Sport miteinander zu vereinen, wird immer schwieriger. Das heißt, es gehen ganz viele nach Halle an die Sportschule oder halt nach Leipzig. Das ist wirklich schwierig. Wie könnte man das verändern? Man könnte die Trainingsbedingungen verbessern. Das heißt allerdings, es muss investiert werden. Das ist ein großes Problem. Das ist ganz schwierig mit dem Geld. Aber wir sind ja auch immer alle dran, um da mitzuhelfen, um das zu verbessern. Okay, soweit vielen Dank für die kurze Einschätzung. Ja, und viel Erfolg weiterhin auch mit Ihrem Sohn bei den hoffentlich demnächst anstehenden Meistertiteln.